Ihr habt letzte Woche die Möglichkeit gehabt, uns zu sagen, welches Mobile Game wir mal unter die Lupe nehmen sollten. Ihr habt euch für Clash Royale entschieden. Über die nächsten Wochen gibt es von mir regelmäßige Updates zu meiner Spielerfahrung und natürlich alles durch die Yves-Pont-Brille. In dem ersten Video möchte ich euch Grundlagen erzählen und mit euch zusammen das erste Game machen. Ihr seht immer auf der linken Seite meinen Handybildschirm und was ich hier gerade am machen bin. Um euch das Spielprinzip zu erklären, gehen wir am besten zusammen in ein Spiel rein. Ich drücke auf Kämpfen und ein Gegner wird für mich gesucht. Schon einen gefunden. So sieht die Map aus. Das Ziel von dem Ganzen ist, dem Gegner seine drei Gebäude zu zerstören und drei Kronen zu bekommen. Ich kann jetzt hier meine Karte ausspielen und dabei Elixier verbrauchen. Das ist der pink Balken, der sich unten dran auflädt. Mein Gegner heizt zwar auf der linken Seite schon relativ gut ein. Ich habe jetzt meine Kobolde gespielt, kann jetzt auch mit einem Zauber, mit dem Feuerball, hier nachhelfen. Er hat schon eine Krone von mir geholt. Das versuche ich jetzt zu unterbinden, indem ich jetzt auf der rechten Seite mal ein bisschen Pressure aufbaue. Wie ihr seht, es gibt zwei Lanes, die ich spielen kann. Und die Strategie dahinter ist natürlich, wo spiele ich meine Kreaturen und wie kann ich dem Gegner seine Kreaturen countern. Wie ihr seht, rechts kommt jetzt nicht ganz nah. Ich schmeiße ihm hier einen Ritter hinein plus meine Bogenschützen. Und mein Drachenjunges macht ihm schon gut Schaden. Schmeißt er gerne Kobold hinein und er ist jetzt relativ am Verteidigen. Er nutzt auch seine Tower ganz gut, weil die greifen auch angreifende Kreaturen an und können so der Verteidigung natürlich helfen. Gut, er kommt mit seinem Bomber, ich hau meinen Ries hinterher. Und wir machen das nächstes, Vielleicht warte ich jetzt ein bisschen, kann auch eine Taktik sein, bis ich genug Elixier aufgebaut habe. Da knapp ist nicht gelangt, ich hau da einen Feuerball drauf. Dann sind wir wieder gleichgestellt mit den Kronen. Gut, ich habe meine Krone. Jetzt kann ich hier weiterführen meinen Ritter stellen, plus mein Drachenbaby und seinen König unter Druck setzen. Doch er setzt mich auch unter Druck mit seinem Ries. Ich schmeiße meine Kobold und meine Bogenschütze ein bisschen im Verteidigungsmodus rein, sozusagen, wenn man will. Und die machen ihm gut Schaden. Hinten noch ein Feuerball. Und leider das Sport, ich habe verloren, er hat meinen König zerstört und somit das Spiel gewonnen. Schade, schade. Wenn ich gewonnen hätte, hätte ich ganz sicher eine Truhe bekommen. Die, die ihr jetzt hier unten seht. Wenn ich die Truhe aufmache, komme ich einerseits Gold und einerseits weitere Karten über. Die Karten sehe ich dann hier hinten im Ritterkarten. Hahaha, logisch. Obendrauf sind ja mein Deck, also die Karten, mit denen dass ich spielen kann. Ich kann die natürlich auch auswechseln. Sagen wir mal, ich hätte jetzt keine Lust mehr auf den Kobold. Kann ich hier meinen Bomber wählen und ihn durch den Kobold ersetzen. Wie ihr seht, das ist zum Beispiel beim Bomber, habe ich jetzt genug Kartenduplikat von ihm erhalten. Das heisst, ich kann ihn aufleveln. Er ist jetzt auf Level 2, kann ihn mit 20 Gold auf Level 3 setzen. Mach ich das gerne mal. Er kommt mehr Schaden über und vertreibt schlussendlich dann auch mehr Schaden. Möchte ich mehr Karten beim Deck hinzufügen, muss ich schlicht und einfach mehr spielen, um die ganzen Karten, die jetzt hier auf dem Bildschirm sind, freizuschalten. Indem ich immer höher in die Arenen komme. Kann ich mir Kobold freischalten in den Kisten. Da kommen dann irgendwelche Skeletons dazu. Obendrauf weiter komme ich irgendwelche Kanonen über. Und so kann ich mein Deck immer wieder vervollständigen und komplettieren und wird total klar besser im Spiel. Ich hoffe, dass es euch als Einstieg in Clash Royale gefallen. Natürlich haben wir nicht die ganze Tiefe vom Spiel herausfinden. Ich spiele es auch erst seit dem Tag. Ich werde es jetzt aber im Zug spielen, die High spielen, auf der Schiene spielen und wird natürlich immer besser. Ich möchte es aber nicht allein spielen und darum brauche ich noch deine Hilfe. Hast du einen Clan im Clash Royale? Schreib mir den kurzen Kommentar mit einem passenden Meme dazu. Das beste Meme gewinnt und ich setze mich dann mit euch in Kontakt. Das war es von mir. Noch einen schönen Tag und einen schönen Miteinander. eSports.ch Powered by UPC. Gewinnt. Das war es von mir.
Nein!